Was geht? Sino Hunter Talk. Heute reagiere ich auf NFC 18 Max Koga gegen Pantelei Taran. Viel Spaß bei diesem Video. Us. Also, was hier interessant ist, wir können uns mal ganz kurz hier die Statistik angucken. Max Koga 25 Siege, 8 Niederlagen und Pantelei Taran 7-4, also 7 Siege, 4 Niederlagen. Das heißt, Max hat definitiv viel mehr Erfahrung, hat viel, viel mehr Kämpfe bestritten. Das ist ansonsten eine ausgeglichene Sache. Step back in the corner. Wer hat noch Gänsehaut? Okay, es geht los. Handzeichen. Los geht's mit dem Main Event des Abends. Titelkampf im Leichtgewicht. Pantelei Taran gegen Max Koga. Runde 1. Koga gegen Taran. Was für eine Kulisse. Koga mit einem sehr, sehr tiefen Stand. Schöner Calf Kick. Low Calf Kick für Max Koga. Wirkt wie der massigere von beiden. Ja. Sieht so aus, als wollte Koga nicht den Takedown kassieren hier früh. Hoppa. Er steht wirklich ungewöhnlich tief. Hui. Taran mit der linken. Ja, erster Schlag des Kampfes. Den hat Taran gelandet. Wir haben es gesagt. Am Anfang ist er gefährlich. Also ich muss sagen, Taran hat auf jeden Fall hinter diesen linken auf jeden Fall Wumms. Taran auch, aber er ist erst vor zwei Jahren. Hoppa. Jetzt Max mit rechts. Dies ist seine eigentliche Gewichtsklasse. Also sie suchen ihre Distanz. Versuchen jetzt erstmal im Stand was zu machen. Und sich abzutatschen hier. Bada bing, bada. Also beide heftige Schwinger. Hoppa, 1-2. Schöner Kick für Max Koga. Hoppa. Jetzt ist er rein in den Clinch. Also Taran drückt Max an den Käfig. Rein in den Clinch. Die Distanz geschlossen und presst ihn jetzt hier an den Käfig. Aber seine eigentliche Stärke, das Knie. Wie gesagt, sein Bruder ist bis heute Bundesliga-Ringer. Er selbst hat seine ersten Kämpfe. Das ist auf jeden Fall schlau. So macht der Max auf jeden Fall, wird er ihn natürlich etwas versuchen, Kraft zu nehmen, beziehungsweise Explosivität. Aber Max, Top-Defense. Schöne Knie. Also Taran mit richtig Power dahinter. Macht Pressure, drückt ihn an den Käfig. Und landet auch Knie. Hoppa. What's the beginning? Jetzt hier vor Max Ecke. Ellbogen für Taran. Jetzt greift er sich. Kampf angesetzt, 5 mal 5 Minuten, jede Menge. Also schön, schöner Kampf im Clinch jetzt. Also beide landen Treffer, Knie, Ellbogen. Schön. Jetzt sind sie raus. Hoppa, also pure Explosion. Oh mein Gott. Schöner Uppercut für Max Koga. Der hat auf jeden Fall gesessen. Taran ist leicht. Noch ein Uppercut. Oh Gott. Max trifft, sprawlt weg, Takedown-Versuch für Taran. Taran, Kick, also Max hat gut connected. Oh Gott, also Max hat jetzt auf jeden Fall gute Treffer gelandet. Koga hat hier die bessere Distanz. Er wird wenig getroffen, aber trifft selbst viel. Und wir werden jetzt sehen, was hier jetzt. Beide schwingen. Oh Gott, auch Taran. Oh Gott, Alter. Taran trifft. Max trifft. Die ballern die Dinger. Das ist eine Schlacht jetzt hier. Uppercut für beide. Oh mein Gott. Das ist okay. Die wollen einfach. Beide suchen den Knockout. Und die schwingen einfach komplett durch die Dinger. Sehr, sehr, sehr. Schöner Low Kick, Low Calf Kick für Max Koga. Ja, dieses offen Schwingen, das ist der. Also, wenn der Kampf so läuft, hat Taran die besten Chancen. Oh Gott, Alter. Und jetzt wieder. Taran drückt ihn an den Käfig, schließt die Hände hinterm Körper.
Also clincht. Schließt die Hände am Rücken. Sucht jetzt den Takedown. Schön. Schöner Takedown für Taran. Max Koga am Boden. In so einer Half-Guard-Position. Aber Taran von oben. Sehr, sehr zäh. Sehr, sehr schwer abzuwerfen. Max hat eventuell, greift sich das Handgelenk, hat vielleicht einen Kimura da, recovert seinen Guard, hat jetzt so ein, ja, wie so ein Butterfly Guard fast, kann man sagen. Also ein Butterfly hat er da. Versucht ihn jetzt zu reversen, steht auf, aber Pressure von Tarat zieht die Hand weg. Max sehr, sehr gut. Opa! Nächster Takedown für Taran. Runde vorbei. Ey, krasse erste Runde. Takedowns, unglaubliche Schläge im Stand. Also die haben geschwungen. Die haben beide den Knockout gesucht. Max hat super Uppercuts getroffen. Bam! Also da war, glaube ich, Taran ein bisschen angeklingelt auch schon. Sehr, sehr gute Runde für Max und sehr gute Runde für Taran. Also das ist ein 50-50-Ding, weil Taran hat die Takedowns gelandet. Und er hat auch Treffer im Stand gehabt. Also hat gute Strikes auch gehabt. Zweite Runde. Das Ding doch mit nach Hause nimmt. Das hier ist ein echter Kampf. Kritiker hin, Kritiker her. Sagen kann man viel. Also das ist eine wilde Nummer. Das ist eine wilde Nummer. Wenn du jemanden hast, der wie Pantarei Taran weiß, was hier auf dem Let's Spiel go. Steht. Der will hier heute Runde 2 von 5. Das ist ein NFC-Titelfight. Bam, Low Calf Kick. Und wieder. Okay, der möchte auf jeden Fall das Bein demolieren scheinbar. Das gehört vielleicht auch zum Gameplan. Und der Gameplan für Taran, der drückt wieder an den Käfig. Also clincht, schließt die Distanz. Und beide schwingen. Oh mein Gott, Mann. Let's go, Dicker. Let's go. Schöner Jab für Koga. Frontkick. Der gefällt mir gut hier in der zweiten Runde. Der What's the boss game? What a bikini! Geil, Mann, die Sache läuft. Da wird geschwungen jetzt hier. Let's go, guys. Alter, die Dinger werden richtig überschwungen jetzt. Oh Gott, Alter. Beide connecten. Also, man muss sagen, Max Plam. Top mit diesen Low Calf Kicks. Bam, bam, bam. Die kommen rausgeklatscht und dann kommen die Uppercuts hoch. Aber Taran, Alter, hätte ich nicht gedacht. Ein Löwe, Alter. Oh Gott! Oh mein Gott! Knockdown für Max Koga. Die Sache ist durch. Oh mein Gott, Alter. Wow! Max Koga, Double Champ. NFC Double Champ. Ich glaube wirklich, der Uppercut war es wieder. Alter. Conscious weggehauen. Sehr, sehr krass, Leute. Max Koga gegen Pantarei Taran. Sehr, sehr guter Kampf, wirklich super Entertainment. Max hatte einen guten Plan mit diesen Low-Calf-Kicks. Hat sich auch gut verteidigt, als er im Clinch war. Der Uppercut, der immer wieder kann. Wenn ihr mehr Exklusiv-Reactions möchtet, abonniert diesen Kanal. Ussa.